Though the evidence itself has not been revealed, U.S. intelligence is claiming to have proof of China manufacturing nuclear weapons, a blatant infraction of international treaties. China has made an unmitigated denial of the charges, restating the belief that diplomatic talks with China continue to crumble. U.S. military forces are mobilizing towards the anticipation of possible hostilities. China again denies any involvement in Kombeng Nicolaz's, oh my God, broadcast through the internet just minutes ago. Cannot allow my nation to be subjected to the blatant international despotism of the United States or the cronyism of its allies. The world is not yours alone. And the soldiers you send into it are all equally guilty of American fascism. At 5:30 p.m. Greenwich Standard Time, the United States soldiers captured in a just war against their motherland will be executed. Their deaths broadcast for the world to watch. Ja, da spitzt die Lage sich wohl immer weiter zu und wir haben entsprechend unsere nächste Mission erhalten. Rescue the captured U.S. troops. In a desperate act of defiance against the U.S., Nicolaz arranges the immediate live webcast executions of the captured U.S. soldiers. Vyacheslav Skrinko will direct the soldiers' death. The executions must be prevented to preserve any hope of stabilizing political relations with the Chinese. Also wir müssen da jetzt rein und verhindern, dass dieser Webcast ausgestrahlt wird. If Nicolaz kills these men on live broadcast, we're sunk. Are we worrying about the broadcast or the murders? For now, the broadcast. It'll buy us time to stop the killings. Nicolaz is broadcasting from an antenna on the roof. That's your first objective. You'll find the rest on your upside. Dann schalten wir als erstes mal den hier aus, weil der steht schön nah. Na, ich wollte eigentlich den Body als erstes. Ja, natürlich siehst du was. Kleiner Mistkerl da. Strange. Okay, da hat noch jemand vor sich hin geflüstert. I've got a dead body here. Shot fired! Nein, du hast aber ein Dickschädel. Ich meine, ich schieße ja nicht besonders gut, aber da waren einige Schüsse direkt im Kopf. Aber legen wir die alle mal hier in die dunkle Ecke. Das ist ja wieder eine Mission, wo ich schießen darf und dann mache ich das natürlich auch. Es gibt viele Walkthroughs von Splinter Cell, weiß ich auch, wo sich alle konzentrieren auf Stealth mit ja, nie entdeckt werden. Aber das ist nun mal nicht so die Art, wie ich das gern spiele. Schauen wir mal, ob hier die Tür einfach so auf ist. Scheint so. Computer benutzen. Und das Medkit nehmen wir auch mit. Okay, da steht noch mal einer. Aber Carlo, this is Badri. The landmines are in. What was that? Ich hatte mich noch geduckt. Aber anscheinend nicht effektiv genug. Was hat er da eben von Landmines gesagt? Ah, das erkennt man da an diesen Flecken auf dem Boden mit meiner Thermosicht. Ja, hier ist dunkel genug. Wo muss ich denn jetzt hin?
rechts oder links? Versuchen wir es erstmal nach links. Aber das mache ich dann, wie gesagt, in dieser Ansicht. Da muss ich dann vorsichtiger sein. Aber oh, da oben ist... Da stand einer. Habe ich da nicht eben noch einen gesehen? Ah, da. Würde ich gerne noch näher ranzoomen können. Aber okay. Die sind weg. Jetzt muss ich mir also hier einen Weg durch das Minenfeld bahnen. Okay, Alarm, nicht gut. Tschüss. Hey, ich habe meinen Headshot geschafft. This operation is based around stealth. Watch the alarms. Ja, ja. Ein Alarm, das geht doch noch. Aber ich höre wieder Schritte. Da wird bestimmt noch einer kommen. Nein, da nicht drunter. Schauen wir mal, kommen wir hier hoch? Nein. Und ich höre immer noch Getrappel. Ich würde aber hier gerne hoch. Und die reden über Turrets, also irgendwo sind Selbstschussanlagen. Auch mal nachladen, das vergesse ich immer so gerne. Wird bestimmt oben einer sein. Hm. Ja, so nicht. Ja, so auch nicht. Draußen sieht es auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen heller aus. Was haben wir denn hier? Lampen. Lampen sind doof. There's something on the roof. Should we check it out? It's probably another rat. Aber vielleicht kann ich das nutzen. That's not a rat. Let's go. Somebody's coming. Doesn't make sense. Ach Gott. One of our men's been attacked.
Alarm. Ich drücke immer die falschen Tasten. Aber zumindest habe ich kein Leben verloren. Das ist schon mal okay. Nachladen. Hostiles! Hostiles! Show yourself! Okay, das scheint wieder aus zu sein. Schade, dass das hier nirgends so richtig dunkel ist. Aber dann muss hier hinten die Ecke halt dafür hinhalten. Nein, wollte ich gar nicht. So, ich muss die Antenne ausschalten. Das da hinten sieht aus wie eine Satellitenschüssel. Jo. What the hell just happened? The broadcast antenna is down. We've got no outgoing signal. You're under attack. The Americans are here. They've taken out the broadcast antenna! Get Nikolaus out of here! I want his helicopter airborne now! I want a squad of technicians with an armed escort on the roof and repairing that antenna! I want the Americans found and killed! Okay. Yes, sir! What's going on? Sounds like you shook things up pretty well, but it's only going to buy us a few minutes. Find those soldiers, Fisher. Seid ihr gleich zu viert hier. Holen wir den nämlich auch noch hier raus. Gut. Wo ist denn mein... Da. Ich habe mir so lange nicht benutzt, den Lockpick. Der sich immer wieder aussieht. Wollte ich zuerst den... Nein! Hark! Open Door. Körper. Ich hätte mich jetzt kaputt gelacht, wenn ich mit offener Tür nicht dran vorbeigepasst hätte, aber das geht. We have Nikolaj on board. Estimated departure in... Okay, da könnte ich eventuell... Who's there? Nein, doch nicht. Oh, mindestens zwei Typen.
There's got to be something. Bin nothing. Ja, ich denke auch, da war nichts. Aber durch den Alarm, den ich ausgelöst habe, laufen die hier teilweise Sturm mit den Sturmhauben rum. I'm losing my mind out here. Mir gerade die Beine halb gebrochen. Scatter! Und noch ein. Okay, dunkles Eckchen für euch, finde ich auch noch. Und da liegt auch wieder ein Medkit, das gefällt mir ziemlich gut. Habe ich mir eben beim Runterspringen nämlich den Knöchel verstaucht. Mal, dass ich während die ich die wegräume, da nicht noch eine weitere Wache kommt. Es waren nämlich schon ziemlich viele und ich bin nicht wirklich unauffällig, wie es eines Sam Fishers würdig wäre. Oh, jetzt können wir in zwei Richtungen gehen, aber... Gringo, this is Nikolaj. Kill the American soldiers. Take them to the studio and kill them. We'll release the footage whenever we can. Tell Theron we are moving ahead. I'll retrieve the Ark. Okay, da hinter dem Fenster stehen wir nicht. This is Gringo. I want the American soldiers prepped and in studio. The executions are going forward as planned. Yes, sir. Okay, er will die jetzt hinrichten und das Ganze später ausstrahlen. That was Gringo. He wants us to escort the soldiers to the studio. You copy that, Fisher? The executions are going forward. I heard. Got any more diversions? Your gun's full of them. Make sure that escort doesn't reach our troops. So. Das heißt also, ich darf mir nicht zu viel Zeit lassen anscheinend. What about the broadcast? It's not our place to question. Let's go! What was that? Hell. Warte mal. Oh, der hat Granaten dabei. Die nehme ich auch dankend an.
Das Gas hält sich da aber lange. Ich dachte eigentlich, das wird sich vielleicht schneller verziehen, aber na gut. Oder vielleicht ist das kein Gas. Das werden wir gleich mal rausfinden. So, alle versteckt.